Ich denke, wir gehen in medias res. Wir haben vereinbart, dass der Dirk Triesang hier eine Rede hält, eine kompakte Rede hält, und dass wir dann eine interessante und schöne politische Diskussion machen. Dirk, darf ich dich bitten, und du darfst loslegen. Schau mal weiter, ganz genau hin. In derselben Rede, in dem sie das mit dem freundlichen Gesicht sagte, sagte sie auch Folgendes: Es gibt Situationen, in denen muss entschieden werden. Ich konnte nicht 12 Stunden warten und überlegen. Ja, das stimmt wohl. Manchmal muss man tatsächlich sehr schnell entscheiden und vielleicht auch mal alleine und ohne Rücksprache. Aber wenn Sie sich an das Zitat von eben aus der Presse vom 22.03. erinnern, wir haben pro Tag mindestens 100 Illegale, die über die Grenzen rüberkommen. Und diese Entscheidung von Frau Merkel ist ja nun doch schon eine Zeit lang her. Ja. Das bedeutet, mehr als 1,5 Jahre nach Merkels einsamen Schnellschuss, mal ebenso grundgesetzwidrig die Grenzen zu öffnen, hat sie noch immer keine Lösung gefunden. Frau Merkel, Sie haben den Menschen dieser Welt damals signalisiert, kommt alle her, die Tore sind weit geöffnet. Und Sie haben bis heute, 1,5 Jahre später, noch keinen Weg gefunden, die Tore wieder zu schließen. Das ist verantwortungslos. Alle Unterstützer Merkels, alle, handeln verantwortungslos. Und wir sollten uns im Wahlkampf immer daran erinnern, dass die Unterstützer Merkels sich in allen Fraktionen des Deutschen Bundestages befinden, quer durch alle Parteien. Und natürlich trägt auch die CSU entgegen ihrer sonst erhobenen Forderungen diese Politik mit. Schauen wir, was die AfD genau an diesem Punkt in ihrem Programm sagt. Punkt 3.4 aus dem Leitantrag, der jetzt in Köln hoffentlich so verabschiedet wird. Zitat: Die AfD betrachtet das Schengen-Abkommen als gescheitert, da eine wirksame Kontrolle der Außengrenzen nicht gegeben ist. Deshalb muss ein deutscher Grenzschutz aufgebaut werden, der die Staatsgrenzen zu schützen vermag, wobei der freie Personen- und Güterverkehr zu gewährleisten ist. Zitat Ende. Das heißt, die AfD möchte das schaffen, was die Frau Merkel seit 1,5 Jahren nicht geschafft hat. Wer ist dieser Martin Schulz eigentlich? Schauen wir uns den mal ein bisschen genauer an. Schauen wir uns an, wozu die SPD da mit 100% steht. Ich habe am 23.03. die Anti-Betrugsbehörde der EU, die hat einen schönen Namen, die heißt Olaf, aufgefordert, ganz offiziell aufgefordert, das Gebaren des Herrn Schulz mal genauer zu untersuchen. Es gibt nämlich einigen Anlass dazu. Im Jahr 2013 hatte der Haushaltskontrollausschuss beschlossen, die Praxis der sogenannten Dauerdienstreisen zu beenden, weil diese einen kritikwürdigen Umgang mit Steuergeldern darstellen. Es gibt heute im Jahr 2017 13 Dauerdienstreisende. Jeweils fallen dort Auslandszulage und Tagegelder an. Wir wissen, was die Leute da in der EU verdienen. Die verdienen nicht wenig. Und Auslandszulage noch drauf, Tagegelder drauf, das ist richtig teuer. Die Gründe für diese Dauerdienstreisen und die genaue Höhe der dadurch entstehenden Kosten müssen offengelegt werden. Das ist die erste Forderung an Herrn Schulz. Zweite, wogegen er verstoßen hat, die Beamten und Bedienstete der EU halten ihre Aufgabe damit, dass sie auf EU-Ebene entsprechend ihres Auftrages arbeiten. Aber Herr Schulz hat damit, das vermuten wir, nationale Interessen bedient, seine eigenen nationalen Interessen. Auch das muss untersucht werden. Drittens, Martin Schulz hat am 21.10.2015 entschieden, entgegen der geltenden Regeln Leitungspositionen in seinem Haus ohne vorherige Ausschreibung zu vergeben. Ja, das muss man sich vorstellen. Also wenn ich zu Hause einen Handwerker fürs Renovieren beauftrage, dann mache ich auch 3, 4 Kostenvoranschläge. Ja, er macht das nicht. Das kommt noch besser. Vierter Punkt. Am 15. Dezember 2015 hat Präsident Martin Schulz sich selbst ermächtigt, über die bestehende Kabinettszulage hinaus eine in der Höhe nicht begrenzte Sonderzulage an seine Kabinettsmitglieder vergeben zu können, obwohl das Personalstatut so etwas überhaupt nicht vorsieht. Also, meine Damen und Herren, anhand dieser 4 Punkte kann man sehen, das ist der neue Heilsbringer der SPD, Mr. 100%. Man kann den Sozialdemokraten wirklich nur gratulieren, denn Martin Schulz hat am besten vorgeführt, was die Genossen von der SPD können. Der Partei des demokratischen Sozialismus. Das Geld anderer Leute ausgeben und dabei auch selbst nicht zu kurz kommen. Das ist, was die SPD kann. Der AfD, und das ist vor allem dann vielleicht für die interessant, die gar nicht Parteimitglieder sind, sondern hier aus Interesse sind und uns ein bisschen kennenlernen wollen. Da werden ja ganz häufig ganz schlimme
Dinge uns unterstellt. Hermann Mayer hat das eingangs auch schon gesagt. Und ich will die Gelegenheit gerne nutzen, hier ein paar Sachen klarzustellen. Da heißt es immer, die AfD stelle den Parlamentarismus, ja die parlamentarische Demokratie, in Frage. Das ist natürlich blanker Unsinn, denn was wir wollen, ist in Wirklichkeit eine Frischzellenkur der parlamentarischen Demokratie. Wir wollen erstens, danke, ja, das meinen wir ganz wörtlich, wir wollen erstens, dass die parlamentarische Demokratie wieder aufblüht und nicht weiterhin erstickt unter einem linkslastigen Parteienkartell. Wir wollen, dass eine neue Kraft die politische Bühne auch in den Parlamenten bereichert. Und wir wollen über die parlamentarische Debatte die Politik in Deutschland und auch in Europa verändern. Und wie wir gerade gesehen haben, ist dieser frische Wind dringend in den Parlamenten dringend nötig. Die AfD setzt sich auch vehement dagegen ein, von Anfang an, dass die Parteien dieses Land sozusagen unter sich aufteilen. Also wir haben ja eine Macht der Parteien, die über das Maß dessen hinausgeht, was unser Grundgesetz eigentlich vorgesehen hat. Und auch hiergegen geht die AfD an. Wir wollen also nicht nur wir wollen den Parlamentarismus beleben, wie gerade gesagt, aber wir wollen zweitens, wie es ebenfalls im Grundgesetz heißt, nicht nur in Wahlen, sondern nicht nur, dass es Wahlen gibt, sondern auch, dass es Abstimmungen gibt. Das plebiszitäre Element muss im politischen Alltag Einzug halten, damit die Bürger nicht nur alle 4 oder 5 Jahre ihr Kreuzchen irgendwo hinmachen und anschließend und sonst nicht gefragt werden. Oh, wenn wir das gehabt hätten in der Vergangenheit, Sie wissen das auch, dann wäre uns diese EU erspart geblieben und es wäre uns auch dieser Euro erspart geblieben, wenn man die Leute gefragt hätte. Und ob habe ich den Charakter der AfD jetzt gerade mal kurz skizziert an dieser einen Stelle. Und obwohl das so ist, wird doch immer wieder behauptet, die AfD sei eine Gefahr für die Demokratie. So ein Blödsinn kann wirklich nur linken Hirnen entspringen. Sorry, so deutlich muss das mal gesagt werden. Lassen Sie mich noch zu einem anderen Punkt ganz klar hier Stellung beziehen. Ich nutze die Gelegenheit. Es wird unterstellt, die AfD wolle einen völkischen Nationalismus. Einen völkischen Nationalismus. Diese Behauptung ist Unsinn. Wenn die AfD vom Volk spricht, wenn sie vom deutschen Volk spricht, damit ist immer das Volk als Staatsvolk gemeint, so wie es auch im Grundgesetz genannt wird. Zu einem Staatsvolk gehören alle, die im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind und somit das Wahlrecht haben. An dieser Haltung ist ganz und gar nichts Völkisches. Im Gegenteil, ein Staatsvolk ist Voraussetzung für das Funktionieren von Demokratie und auch einer Republik. Übrigens, und das ist mir auch sehr wichtig mal festzustellen, die AfD hat sich immer gegen Nationalismus gewandt. Immer. Wir glorifizieren eben nicht die eigene Nation. Wir setzen nicht andere Nationen herab. Und wir wollen garantiert auch nicht die ganze Welt nach unseren Vorstellungen formen. Das wäre Nationalismus. Aber das sind alles Punkte, die von uns klipp und klar abgelehnt werden. Was wir hingegen tatsächlich wollen, ist die Ausprägung und der Erhalt eines Nationalbewusstseins. Und was wir uns wünschen, ist Patriotismus. Was wir wollen, ist der Erhalt einer Nation und eines Nationalstaates Deutschlands. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wer das mit Nationalismus verwechselt, dem kann dann auch nicht mehr geholfen werden. Diese dritte Idee, ich habe es ganz kurz vorgestellt, bei Thierry Baudet wird das auf 60 Seiten ausgebreitet, ist diese dritte Idee der Nation ist das, was die AfD vertritt. Nichts Völkisches. Ja, für die hier vielleicht neu sind. Und ich bin tatsächlich der Ansicht, dass genau dieser Nationalstaat kein Auslaufmodell ist, sondern dass er uns die Antworten liefert auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir erleben eine Globalisierung in einer Art und Weise, wie sie noch niemals da war. Noch niemals. Und es gibt viele, die wollen einfach alle Grenzen runterreißen und sagen, ja, wir sind doch jetzt alle eins. Das wird nicht funktionieren. Das gibt Mord und Totschlag. Im übertragenen Sinne, aber leider auch im wörtlichen Sinne. Ja. Das heißt, der moderne Nationalstaat muss Antworten auf das 21. Jahrhundert finden und zu diesen Antworten zählt definitiv auch die Grenze. Man muss sich doch nur mal vorstellen, wie langsam früher Wanderungsbewegungen waren. James Cook hat, glaube ich, 2 Jahre gebraucht, um mit seinem Schiff diese Weltumsegelung zu machen. Das machen sie heute in 24 Stunden, wenn sie es wollen. Und das bedeutet, früher waren Grenzen, wenn man es jetzt mal so extrem sieht, gar nicht so sehr notwendig. Heute sind die Grenzen notwendig, wo wir theoretisch auch Menschenströme haben, die in die Zehntausende pro Tag gehen. Wir haben es ja erlebt 2015, 2016. Dass das alles kein theoretisches Konstrukt ist von dem Bestand einer Nation, von der Identität einer Nation, das weiß man in Osteuropa. Ganz genau, in Ostmitteleuropa auch. In der aktuell gedruckten Ausgabe von Tichys Einblick, die ich Ihnen nur empfehlen kann,
und die jetzt am Wochenende die neue dann rauskommt, lesen wir auf Seite 25 die Einschätzung eines polnischen Journalisten und Sicherheitsexperten. Der Mann heißt Andrzej Talaga. Zu den Terroranschlägen äußert er sich da. Nach ihm sei die wichtigste Lehre, Zitat, dass die europäischen Staaten, die ihre ethnische und kulturelle Identität bewahrt hätten, weniger anfällig für Terrorismus seien. Darüber hinaus sei das nationale Selbsterhaltungsinteresse und die demokratische Selbstbestimmung der Gesellschaft die natürliche Grundlage einer verantwortungsbewussten, rationalen Politik. Zitat Ende. Wenn wir sagen, wir wollen die EU reformieren zu einer Situation vor Maastricht, dann wissen wir doch auch, dass das schwierig ist. Keiner von uns hat behauptet, das macht man so mit dem Zauberstab und das ist dann erledigt. Ja, wir sprechen die Probleme ganz konkret an und in unserem Grundsatzprogramm und auch jetzt in dem entstehenden Wahlprogramm zur Bundestagswahl werden ganz konkrete Lösungen vorgeschlagen. Also die AfD ist definitiv nicht populistisch. Ja, das ist eine Schere im Kopf, die die Leute mittlerweile teilweise haben. Wir haben auch nie behauptet, die Auseinandersetzung mit dem Islam sei leicht. Ja, da drücken sich alle anderen drücken sich weg. Auch die CDU drückt sich weg, auch die CSU drückt sich weg. Wir haben den Mut, das Problem auszusprechen und das ist für uns gefährlich, weil das Bundesverfassungsgericht, so wie es jetzt urteilt, sagt, der Islam ist eine Religion und wir haben die Religionsfreiheit. Also man muss hier wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen, deswegen steht bei uns im Entwurf, im Leitantrag steht auch drin, die Predigten sollen auf Deutsch gehalten werden. Wir können es ihnen nicht vorschreiben, weil wir sonst eben unter Umständen gegen die Verfassung verstoßen würden. Also hier muss man vorsichtig formulieren. Aber vorsichtig formulieren heißt ja nicht nur Schwanz einziehen, sondern wirklich, das muss man konfrontativ angehen. Ja, ein anderer Punkt ist der Halt des Bargelds. Also wir haben schon lange darauf hingewiesen, dass das Bargeld unbedingt erhalten bleiben muss. Das steht in unserem Programm drin. Und ist doch ganz interessant, heute kam eine Pressemeldung, die Alice Weidel rausgegeben hat. Da bin ich drüber gestolpert. Der wissenschaftliche Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums, BMWI, hat in einem Gutachten eine Obergrenze für Bargeldtransaktionen sowie eine Abschaffung von Geldscheinen mit hohem Nennwert abgelehnt. Ja, und die Analyse geht noch weiter. 1:1 hat dieser wissenschaftliche Beirat die Position der AfD übernommen. Ja, das ist ja ganz seltsam für eine populistische Partei. Ganz seltsam. Ja. Also wir sehen, das läuft ins Leere, dieser Vorwurf läuft ins Leere und wir müssen ganz selbstbewusst, wenn wir mit sowas konfrontiert werden, sagen, nein, wir sind keine Populisten. Schaut her, pop, 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 pop. Ja. Es ist ein Popanz. Dieser Populismusvorwurf ist ein Popanz, der aufgebaut wird, der nur dazu gebraucht wird. Ich habe es vorhin angedeutet, dass die Bürger nicht anfangen sollen zu denken. Sie sollen in ihren gewohnten Schemata bleiben. Und das soll nur dazu dienen, dass Merkel und Schulz oder beide zusammen so alternativlos weiter regieren können, wie sie es bis jetzt tun. Ich will noch einen genaueren Blick auf das Phänomen Populismus werfen und dazu gerne nochmal aus Tichys Einblick zitieren, Seite 72, zitiere aus einem Interview mit einem Professor Norbert Bolz. Herr Bolz ist Professor für Medienwirtschaft. Medienwirtschaft, genau. Zitat. Und jetzt kann ich Ihnen sagen, wird es besonders interessant. Merkel besetzt extrem emotionale Themen, die nicht zu Ende gedacht werden müssen, weil sie sofort ein Massenpublikum elektrisieren. Sie traf eine Befindlichkeit, die nicht besonders überraschend ist. Es gab immer schon die große Anti-Atomkraftbewegung und seit dem Zweiten Weltkrieg den Versuch der Deutschen, Weltmeister im Guten zu sein. Das sagt der Professor Norbert Bolz. Jetzt fragt dazwischen der Interviewer ganz schnell, reiner Populismus? Und die Antwort des Professors, reiner Populismus. Halten Sie sich fest, das muss man kurz sacken lassen. Wir haben erstmal festgestellt, dass trotz aller krampfhaften Versuche die AfD keine populistische Partei ist. Und jetzt erfahren wir, dass die Oberpopulistin als Kanzlerin im Kanzleramt sitzt. Das muss man erstmal sacken lassen. Und das stimmt. Also ich habe da lange drüber nachgedacht. Es ist wirklich populistisch. Merkel hat diesen kurz nach Fukushima, die hat natürlich gewusst, dass sie anschließend auf einer emotionalen Welle reitet. Und weil das so ist, weil die Leute das nicht sachlich durchdenken, weil sie emotional verführt sind, muss sie es auch nicht zu Ende denken. Sie denkt die Sachen nicht zu Ende. Und wir erinnern uns alle noch an die Applaus, man hatte sie ein bisschen sogenannt die Klatscher da am Bahnhof. Ich will die Leute gar nicht herabwürdigen. Ja? Die haben wirklich gedacht, sie machen da was Gutes. Aber es ist eben nicht bis zum Ende durchgedacht. Und wenn ich das mal hernehme, diese Ingredienzien, ja, nicht zu Ende durchdenken, emotionalisieren, ja, das ist reiner Populismus. Das ist reiner Populismus. Und warum? Machterhalt, Machterhalt, Machterhalt. Anschließend führt Professor Bolz aus, dass dieses populistische Handeln Kanzlerin Merkels natürlich die Demokratie beschädigt. Ja, vollkommen klar.
Und vor allem deswegen, weil es im Parlament nicht beanstandet wird. Im Parlament hocken ja Leute, die haben ja auch studiert, die haben Erfahrung, die sind auch ein paar Selbstständige dabei und so, aber es kommt von kaum einem Protest. Ja? Und deswegen nochmal ein Zitat aus dem Interview. Das ist das eigentliche Merkel-Phänomen. Die totale Herrschaft nicht nur über die eigenen Leute, sondern auch über die, die scheinbar Opposition sind. Zitat Ende. Totale Herrschaft. Also da muss man schon sagen, das kennen wir aus einer Demokratie nicht. Und das ist einer Demokratie unwürdig. Aber das ist das, wie Merkel agiert und regiert. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Meine Damen und Herren, viele, ganz offensichtlich, haben sich über die Jahre an diese Rechtsbrüche gewöhnt. Wir haben uns nicht dran gewöhnt und wir wollen uns mit dieser Situation nicht zufrieden geben. Hier in Bayern können wir sagen, nur die AfD hält, was die CSU verspricht. Und am Ende meiner Rede sollte klar geworden sein, dass die CSU in Deutschland Recht und Gesetz nicht retten kann. Schlimmer noch, nicht retten will. Im letzten Zitat war vom Gutachten Di Fabius die Rede. Wir müssen konstatieren, dass auch die Landesgruppe der CSU in Berlin nicht sich der totalen Herrschaft Merkels unterworfen hat. Wer Deutschland zum Guten hin verändern will, der darf nicht SPD wählen, nicht CSU wählen und auch nicht die CDU wählen. Wer optimistisch in die Zukunft blicken möchte, der muss eigentlich AfD wählen. Also jeder ist in der Wahlentscheidung frei, aber er muss dann eigentlich... Ich heiße Charles. Und hoffentlich können Sie mich verstehen. Ich bin Amerikaner und Republican eigentlich, ja, also mehr oder weniger Trump-Supporter. Und ja, ich denke, diese Partei ist unbedingt notwendig. Also das einzige Partei in Deutschland, der dieses Land retten kann, ja, also und ich bin überrascht, dass nicht viel mehr Leute hier sind. Ja, also, da sollen doch viel mehr Leute irgendwie, also es wird schwer sein, da, die ganze Presse, die ganze Gesellschaft hier ist mehr links als in den USA, obwohl wir auch so einen innerlichen Krieg haben zwischen links und rechts jetzt, sind aber viel mehr Leute auf die rechte Seite, besonders wo ich herkomme. Aber da muss man eigentlich weniger Angst haben und die Worte über alle bekannten Kreise alles rausschicken und dieses Wahlkampf unterstützen. Ja, also Sie, das ist schön, dass Sie das aus Ihrer amerikanischen Sicht so sehen. Der Druck, der hier auf einzelnen Mitgliedern lastet in Deutschland, beispielsweise im Arbeitsumfeld, oder auch im familiären oder im Freundeskreis, der ist zum Teil absolut enorm. Also es hat nicht schon zu Unrecht, haben verschiedene Leute schon gesagt, die AfDler sind eigentlich Helden, weil sie diesen Druck jetzt seit 4 Jahren standhalten. Der war ja auch unter Lucke schon. Also da muss man sich auch ganz klar machen. Ja, das ist mir klar. Mein Lebensgefährten hier, Deutsch, denkt, ich bin bei der Nazi-Party. Mhm. Also ja. und ganz, ich habe viele Bekannten und Freunde hier, die wollen nicht mehr mit mir reden, ja. Rechtsradikal und so weiter und so fort. Aber wenn sie das nicht durchgehen, dann eigentlich ist keine Chance. Ja, da ist keine Chance, dass die irgendwann irgendwas ändern. Die müssen die Leute dem Programm geben. Ich meine, dieses Programm ist einwandfrei. Das ist 100% in Ordnung. Ja. Dankeschön.